Herzlich willkommen zum nächsten Part Prison Architect in der neuen Staffel. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Und dann geht's auch mal gleich weiter. So, wir brauchen nämlich nochmal Strom in den Büros. Nein, nicht Wasser, Strom. Hier einmal hin. Dann können wir wieder vorspulen. Und sagen... muss man leider sagen, Sicherheitstür und Sicherheitstür und am Ende reicht eine Gefängnistür. Dann sagen wir, das eine wird hier vorne in die Rezeption, das andere wird eine Verwahrungszelle. Und sie brauchen einmal als Objekt Betten, weil ja die Gefangenen hier nicht groß drin werden bleiben, tun wir die auch nicht schön groß einrichten, einfach dass wir sie haben. Und Beton. Dann brauchen wir, kommen jetzt endlich mal die Funde rein. Großen Gefängnistüren haben wir sie hier. Dann werden sie hier durchgeschleust. Und dann sagen wir hier noch Zaun. Einmal in den ganzen Trakt. Und schließen somit hier auch den Sicherheitswall nochmal extra ab mit einer Personaltür. So, dann brauchen wir Betonfundament. Wir hätten hier gerne noch ein paar. Zellen noch gerne mit dran. So, ich muss jetzt hier am Anfang erstmal groß investieren. So. Und dann sollte es passen. Natürlich werden wir die dann mit einer Sicherheitstür abschotten und jetzt können die hier mal Schnellbau machen. So, Versorgung. Natürlich bekommen die hier unten auch Strom. In der Zeit, wo die bauen, können wir weiter planen. So, hier reicht mir ein Stuhl mit kleinen Tischen. Das letzte Schöne, was wir noch sehen, wird diese Pflanze hier sein. Nein, natürlich nicht. Aber soweit passt es dann. Ihr braucht wirklich noch eine Toilette. Es wird jetzt nicht schön sein, aber funktionell. So. Einfach hier mal hin und dann wird es auch soweit gebaut. Das können wir Fullspeed sagen. So, noch einmal Betonwand. Betonwand. Gefängnistüre. Was ist überhaupt diese geheime Tür?
Ach, das ist so eine Personaltür. Natürlich müssen wir hier wieder eine sichere. Am Anfang, sage ich mal, können sie ja noch umlaufen. Gefängnistüre groß. So. Dann können sie auch gleich mal Strom weiterlegen. Nach hier oben. Und sowas wie ein Warmwasserkessel. Und natürlich müssen wir jetzt hier nochmal Wasser hochlegen. Zack. Oder fliegen. Aber was forschen wir denn? Wartung ist jetzt abgeschlossen. Woanders eigentlich optimaler wäre, aber stehen wir jetzt mal hinüber. Die Gefangenen kommen gleich. Dann benötigen wir, sagen wir als Objekte, noch mal eine Gefängnistüre groß. Hier. So, hier schon mal eine Wand. Hier schon mal eine Wand. Und hier den Zaun. Und ja, das sieht soweit alles perfekt aus. Und jetzt können wir wieder Fullspeed vorspulen und dann warte mal kurz, ich muss mir was zu trinken holen. Warte, sehen wir uns dann gleich. So, weiter geht's. Dann fangen wir hier an weiterzubauen. Können auch schon mal sagen, Hof. Hof, 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 Hof. So, ist wieder um. So, jetzt können wir noch mal wo sagen, Räume, Küche, Kantine. Dort bauen wir dann einmal. Passt das richtig genau? Passt natürlich wieder genau nicht hin. Perfekt. So. Tisch perfekt. Einer, zwei, drei, vier. So, dann stellen wir den auch noch Mülleimer hier hin. Zudem noch eine Telefonzelle. Vielleicht wollen sie mal telefonieren. So, die Küche bekommt einen Mülleimer. Herd 1, Herd 2, Herd 3. Eine Spüle. Und viele Kühltruhen. So. Eine bisschen kleine Küche, aber die reicht völlig, um zu bekochen. So, die Zellen stehen. Hapa zum Wasserrohr. Hat er nicht geplant oder was? So. Dann habe ich gerade eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Warte kurz. Nichts Besonderes, okay. So, dann könnten wir jetzt anfangen, die Duschen zu planen. Dafür brauchen wir einmal wieder eine Betonwand. So, und so, mit einer Gefängnistür, um wann was passiert, dass wir einfach alles abschließen können. So, jetzt kommt Räume, Dusche kommt hier hin.
dann als Objekt da einmal Abflüsse mit Duschköpfen. So. Ich jetzt also wirklich erstmal die Abflüsse platzieren. So. Komm hier. Duschköpfe hin. Und die restlichen. Weiß nicht, was ich damit anfangen kann. So. Vor allen Dingen kommt jetzt hier mal warmes Wasser rum und auch noch mal kaltes Wasser. Dass wir dann hier die durchschleusen und gleichzeitig kommt hier eine Wasserleitung und hier mit einer großen Reizverbindung und dann können wir wieder vorspulen und dann sind wir auch gleich so weit und können die einfache Haftanstalt beantragen, wann es hier oben fertig ist. Fertig. Fehlen nur noch die zwei Wachen und zwei Köche. So, Finanzen haben wir somit auch abgeschlossen und somit haben wir jetzt auch genügend Geld auf der Kante. Dann tun wir hier einmal komplett alles umplanen. Es geht überall nichts hin. So, die zwei ersten Sicherheitsstufen, sage ich, können sie duschen, essen, dann geht 1, 2, 3, 4 Stunden arbeiten, zweimal Freizeit, eine Runde Hof. Mal dreimal arbeiten, essen, nein, komm, sind wir nett, essen, duschen, schlafen, somit schlaft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden am Tag, dann hätten wir, sagen wir, okay, wir sind gnädig mit den Häftlingen, die nicht so Schlimmes gemacht haben. Sind wir mal gnädig, was anders gesagt barmherzig, aber die Tür verriegeln, so nächste Zuschüsse, die ich gerne annehmen, einmal Zellenblock A und Gefängniswartung. Somit können wir hier einmal die hier erforschen. Ein extra Zuschuss hätte ich gerne. Und eine Steuererleichterung. Das bringt uns einfach nochmal eine Stange Geld mehr. Vor allen Dingen am Anfang zu erforschen ist gut, weil ihr automatisch halt mehr Geld zur Verfügung habt. Dauerhaft im Spiel dann. So, jetzt brauchen wir wie viele Zellen? 15. Dann Wände, Tonwand. Und eine Gefängnistür. Dann hätte ich hier gerne Raum, Zelle drin.
Ja, heftigen Kombos weiß ich. Und als Objekte braucht die Zelle einfaches Bett, Toilette. Wir geben ihm ein großes Fenster. Bücherregal noch. Kaum Bücherregal können wir dann später reinbauen. Jetzt baut die Zelle erstmal fertig und somit können wir den einfach hochkopieren. Fast soweit dann noch alles. Und da haben wir auch schon erst einen Leichtsinnsfehler gemacht. Wir brauchen nämlich ein nächstes Büro, und zwar Beton hier. Und dann einmal los. Kommt auch direkt schon mal eine Personaltüre. Wo ist der andere Wärter? Der chillt seine Base. Er macht eine Pause. Die dürfen wir bitte gerne entriegeln. So wie die entriegeln. Und dann können wir auch anfangen, hier die Zellen zu bauen. Dann gehen wir einfach ins Schnellbaumenü. Sagen Klon und bauen 1, 2 Tür einmal öffnen. So, und dann bekommst du auch einen gewissen Büro. Wo haben wir das Büro? So, dann noch schnell Aktenschrank, Büro, Sessel, auch noch ein Kleiderständer mit einer Pflanze. Und somit sage ich auch mal, was das für ein Part Prison Architect. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Und somit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.